hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quinsey, 1. Juli 2022, übersetzt von Martin Gadeau. Ungeachtet dessen, was auf der Erde geschieht, gibt es im Gesamtüberblick über die Dinge Fortschritte, da ein Weg aus dem gegenwärtigen Chaos aufgezeigt wurde. Das erfordert, dass die Menschen aufwachen und die Chancen erkennen, die sich ihnen bieten, um eine Bewegung hin zu mehr Zusammenarbeit zwischen den Nationen in Gang zu setzen, die dafür ihre eigenen politischen Überzeugungen zum größeren Nutzen aller beiseite lassen können. Das muss geschehen, sonst wird sich das gleiche Muster wiederholen, ein Weg, der nirgendwo hinführt. Wie wir bereits erwähnt hatten, kann Mutter Erde nicht unendlich lange darauf warten, dass ihr Gelegenheiten ergreift, euch auf die notwendigen größeren Veränderungen vorzubereiten. Es dürfte offensichtlich sein, dass Handlungsbedarf besteht, denn die Belange der Menschen sind von vorrangiger Bedeutung, wenn sie sich auf eine neue Zeitlinie begeben wollen, die sie aus den bisher herrschenden Zuständen befreit. Ihr mögt euch fragen, was da euren Interessen dienlich ist, um euch von den alten Lebensweisen wegführen zu können, die nicht länger relevant sind. Seid versichert, dass die Energie des Wandels eure Verbindungen mit dem alten Paradigma kappen und neue an deren Stelle treten lassen wird. Bezüglich eurer Bedürfnisse tritt vieles in den Vordergrund, das eine neue Ära einleiten wird. Das mag zunächst vielleicht einige Unannehmlichkeiten mit sich bringen, doch das ist unvermeidlich. Daraus folgt, dass viele Seelen jetzt zu ihrer Mission erwachen, die sie vor ihrer Inkarnation vereinbart hatten, und sie suchen nun nach Führung und Anleitung. Sie bringen alle Eigenschaften mit, die sie zur Durchführung ihrer Arbeit benötigen, doch dafür müssen sie wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Sie werden in ihrer Arbeit beschützt, damit sichergestellt ist, dass die Menschheit letztendlich von ihrem Wissen profitiert. Ihr seid nie ohne Hilfe, wenn ihr sie braucht, und wir haben Mittel und Wege sicherzustellen, dass ihr sie auch erhaltet. Wir möchten euch daran erinnern, dass ihr selbst zuerst um Hilfe bitten und die Angelegenheit dann in unsere Hände legen müsst. Wir haben viele Möglichkeiten, euch zu helfen, und einige könnten euch überraschen, da wir viele Mittel einsetzen, die euch selbst möglicherweise nicht einfallen. Es geht da um die Kraft einer Anregung, denn oft führen wir euch auf diese Weise zu Handlungen, von denen ihr normalerweise überzeugt wärt, dass sie vielleicht auch euch selbst eingefallen wären. Die Grundlage unserer Hilfe bildet euer Lebensplan, den wir immer im Auge behalten. Wir helfen euch, sicherzustellen, dass dieser Plan aufgeht, im Wissen, dass ihr damit die Erfahrungen machen werdet, die ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu können. Die Ereignisse in eurem Leben mögen zufällig erscheinen, aber nur ganz wenige darunter, wenn überhaupt, die für euch von Bedeutung sind, sind zufälliger Natur. In der Tat sind es größtenteils eure eigenen Handlungen, die meist ohne Bedeutung sind, wenn es um das große Ganze geht. Aber es gibt auch Momente, in denen ihr euren Lebensplan gefährdet, und in solchen Momenten sind wir zur Stelle, um euch wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Zuweilen ist es schwierig, euch aus Unannehmlichkeiten herauszuhalten, denn wenn ihr euch negativen Aktivitäten hingebt, zieht ihr damit auch negative Wesenheiten an, die euch ermuntern, euch noch mehr zu verstricken, bis es schwierig wird, diese Verbindungen zu kappen. Je nach Art der Energien, die ihr ausstrahlt, zieht ihr andere Menschen an und deshalb fühlen Gleichgesinnte sich zueinander hingezogen. Deshalb warnen wir euch vor Aktivitäten, die euch herunterziehen könnten. Generell ist es die Einstellung, ist doch egal, die zu Schwierigkeiten führt, und entsprechende Typen von Wesenheiten werden euch wahrscheinlich finden. Allgemein ist klar, Gleiches zieht Gleiches an, und was das betrifft, meinen wir damit die Energien, die ihr aussendet. Man kann tatsächlich die Energie einer anderen Seele spüren, insbesondere wenn sie extrem negativ ist. Sobald ihr anfangt, euer wahres Selbst zu sein und ein geordnetes Leben zu führen, strahlt ihr eine Aura-Energie aus, die andere zu euch zieht, die dann gerne mit euch zusammen sein möchten.
Viele Beziehungen beginnen auf diese Weise und sind erfolgreich, weil beide Seelen miteinander kompatibel sind. Das würde erklären, warum manche Paare auf den ersten Blick völlig ungeeignet füreinander zu sein scheinen, aber dennoch gut miteinander auskommen. Es wird immer extreme Beispiele in Beziehungen geben und nicht immer ist der Lebensplan eines Menschen auf eine dauerhafte Beziehung ausgerichtet. In der Endabrechnung kommt es darauf an, was ihr aus eurem Leben gemacht habt, und in eurem Lebensrückblick kann alles ganz klar gesehen werden, da nur die Wahrheit existieren wird. Das klingt zwar wie eine Art Gerichtsverhandlung, ist aber ein Weg, um die Wahrheit über eure Handlungen herauszufinden und die Gründe dafür verstehen zu können und sicherzustellen, dass die Lektion gut gelernt ist. Es geht einfach darum, dass ihr für eure Handlungen selbst verantwortlich seid und erkennen müsst, inwieweit sie sich auf andere Menschen auswirken. Seid jedoch nicht allzu besorgt über die Verantwortlichkeiten, die ihr habt, so als ob euer Leben einfach eine Reihe von Erfahrungen wäre, die euch selten große Sorgen bereiten müssten. Eure Geistführer sind jedenfalls immer zur Stelle, um euch behilflich zu sein, wenn es nötig ist. Und in der Tat gab es höchstwahrscheinlich auch Momente, in denen ihr ohne ihr Eingreifen vielleicht Verletzungen oder Schlimmeres erlitten hättet. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht. Mike Quinsey. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.